Presente de ella era Vicente Luque. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei den Hartmanns und dem Düring, der ist oben. Lea ist hier fleißig an den Aufgaben dran und zwar ist heute der 67. Tag in Quarantäne und ab heute, heute werden wir das Haus einmal zusammen verlassen. Wir werden heute runterfahren, Lea, ne? Und Oma und Opa besuchen. Also Lea wird heute das erste Mal das Haus verlassen. Und dabei werden wir euch mitnehmen und dazu kommt noch, ich will mal hinhocken, wir müssen ja den Vogel mitnehmen, der muss ja jede Stunde gefüttert werden. Das heißt, Lea macht jetzt hier ihre Aufgaben weiter, die hat jetzt gleich in 15 Minuten oder 10 Minuten noch einen Call mit ihrem Lehrer. In 7 Minuten. In 7. Und ich bereite schon mal alles vor, was mit muss. Also ich habe mal was zu essen gemacht, das nehmen wir mit. Und ja, wie gesagt, ich muss jetzt für den Vogel die Wickeltasche noch packen. Ja. Und dann ist jetzt noch so heiß. Naja. Ja. Lernen. So, da ist er, der Kleine. Wie ihr wisst, ist der Kleine fast den ganzen Tag auf meinen Schultern immer mit uns unterwegs. Und wenn wir ihn mal gerade nicht, ja, da schon wieder Hunger, nicht nehmen können, dann ist er hier in der Kiste. Der war ja vorher in einer anderen Kiste drin. Und jetzt haben wir so eine Pappkiste genommen. Da hat er eigentlich alles, was er braucht. Sand, ein bisschen Wasser und Gras. Immer frisches Wasser, ein paar Körner, aber der frisst leider selber immer noch nicht. Und da hat er so eine kleine Höhle, da mache ich jeden Tag einen frischen Socken rein. Da kann er sich dann zurückziehen zum Schlafen. So, und jetzt muss ich irgendwie was einfallen lassen, weil der muss ja mit heute. Weil der muss ja spätestens jede Stunde Essen bekommen. So, und da habe ich jetzt die alte Kiste. Wartet mal, ich zeige euch die mal. Und zwar diese hier. Das ist eine IKEA-Kiste und die ist eigentlich ganz gut. Da habe ich schon wieder frische Zeitung reingemacht, ein Stöckchen, auch ein bisschen Gras. Gut, Wasser kann ich jetzt nicht da reinstellen auf der Fahrt, aber damit werden wir den mitnehmen. Dann werden wir den oben zumachen, die Kiste. Und dann kann der Kleine mit. So, da ist er. Ja, so ist das. Haben wir vorher gar nicht dran gedacht, als wir gesagt haben, wir werden heute mal wegfahren. Aber der kann ja nicht alleine bleiben. So, ich habe sogar hier so eine Tupperdose schon mit Futter angerührt. Da kommt ein Deckel drauf und ein Kühlakku gleich dazu. Das kommt dann mit. Aber der Kleine, der hat ja jetzt auch schon wieder Hunger. Der Kleine Nimmersatt. Jetzt wird er nochmal gefüttert. Und dann wird es gleich auch schon losgehen. Da bin ich mal gespannt, wie der das alles so mitmacht mit Autofahrt und so weiter. Ich werde wahrscheinlich, ups, jetzt mal in den Sand gefallen, mein Auto heute ausnahmsweise mal vorkühlen, die Klimaanlage schon 5 Minuten vorher anmachen, bevor wir fahren, damit das für den Kleinen nicht so heiß im Auto ist. Es sind ja, glaube ich, draußen 27 Grad im Schatten und da will ich nicht wissen, wie warm es im Auto ist. Hey Freunde, ich sitze im Auto und es ist das Beste, was mir in der ganzen Zeit passiert ist. Ich bin so happy, im Auto zu sitzen. Seit 67 Tagen sitze ich jetzt gerade mal im Auto. Aber ja, du hättest doch jeden Tag mal ins Auto sitzen können. Ja, aber ich wusste echt, dass es so ein geiles Feeling ist. Im Auto Musik zu hören. Oh. So, überleg mal, 67 Tage waren wir nicht zusammen weg. Und jetzt haben wir mehr. Der Vogel ist hier drin, ich muss auf den aufpassen. Aber ich höre jetzt Musik. Ja. Dann würde ich sagen, see you later. Alligator. Wir sind jetzt angekommen. Jetzt müssen wir ganz schnell mal hier dem Vogel Wasser holen und den Vogel füttern. Ist ja schlimmer wie mit einem Säugling. Der kleine Piepmatas hat die Fahrt gut überstanden, hat Hunger. Der hat direkt Hunger. Das ist ja wie mit, wenn man mit dem Baby reist. Wenn wir den Brei mitnehmen. Jetzt brauchen wir nur noch Wasser. Lea? Ja. Wie ist denn das jetzt, das erste Mal rauszukommen nach so vielen Tagen? Sehr schön. Naja, will ich dir zeigen. Und Carsten, bist du froh, heute auch mal was anderes zu sehen? Na klar, logisch. So, wir haben gegessen und Lea sitzt jetzt hier und lackiert sich die hübschen Füße. Lea? Hallo. Lackiert sich die Füße oder die Fußnägel? Die Fußnägel. Aber ich wollte mal die hübschen Füße erwähnen. Ich habe keine schönen Füße. Lea mag überhaupt keine Füße. Ich hasse Füße, ist das Schlimmste, was es gibt. So an Körperteilen. Was magst du denn an deinem Körper am liebsten? Die Nase. Die hasse ich, das geht gar nicht. Lea hat Depressionen, die geht in Sommerferien in Therapie, weil die mit sich total unzufrieden ist.
Leute, guckt mal bitte, wie schön das hier ist. Ich weiß es ja. Ah ja, doch. Ich weiß es auch. Was denn? Meine Augen. Nee, ja, ich weiß noch was anderes. Was denn? Zeig mal deine schönen Augen. Meine Augen finde ich ganz okay. Ja, guck doch mal, wenn man deine schönen Augen sieht. So. Wow. Naja, wir werden jetzt noch ein bisschen... Aber die sehen auch nur schön aus, wenn ich weine. Also, die sind auch nicht so... Du hast echt ein... Nimm mal. Leute, schreibt mal bitte in die Kommentare, ob wir Lea einliefern lassen sollen. Nee, dann kriegt ihr keine Videos mehr. Denkt dran. Carsten, wie kannst du denn dem Kind sagen, die wäre Specki? Nee, sie hat gesagt, sie ist zu dick. Da habe ich gesagt, dann ist sie Specki. Ah. Wir können mal abstimmen, ist sie zu dick? Ich habe wegen ihm viel zu schlechtes Jeansform. Kein Selbstbewusstsein, ja, total depressiv, das Kind. Du hast doch von alleine angefangen, du wärst zu dick. Ich sagte immer, du hast eine gute Figur. Die lügt, die lügt. Guck mal, da ist ein Fisch, die ganz großer sind. Lea? Ach du Scheiße. Im Wald? Ja. Ja, guck mal, da ist die Kamera. Hm? Jetzt müssen wir nach Hause. Nee. Weil du noch so viel arbeiten bis morgen machen musst. Wir müssen, ja, rumlungern, du musst. Ich kann die Zehen alle aus. Oder meinst du, kannst dem Lehrer eine Entschuldigung schicken? Nee, ich gehe jetzt noch schwimmen. Nein, wir sind jetzt wieder zu Hause. Ich sehe gerade ein bisschen komisch aus mit so wuscheligen Haaren. Auf jeden Fall sind wir gerade zu Hause angekommen. Das ist der Vogel, der hat die ganze Zeit genervt auf der Fahrt. Der hat irgendwie alle zwei Sekunden Hunger und so. Man sieht dich gar nicht. Ich zeig dich mal ganz. Man sieht dich nicht richtig. Du gehst nämlich die ganze Zeit aus dem Bild extra. Ja, der Vogel hat die erste Reise gut überstanden. Und ja, genau, ich will jetzt noch ein bisschen lernen und danach werde ich auch Schluss machen für heute und ein bisschen Fernsehen gucken und so mit einer Freundin oder so telefonieren. Weil heute war so ein relaxter Tag, war richtig schön mal wieder. Und jetzt geht die Mama weg. Ja, genau. Ups, so, wir sind wieder am Latschen hier, unsere üblichen Runden hier. Ganz genau. Und dann geht's gleich Abendbrot. Ja, das brauche ich auch noch. So, Freunde der Nacht. Hier, Futter bei Mutter. Gib Essen. Du auch, ne, da hinten. Mm, wir essen jetzt noch zu Abend. Lea darf jetzt ausnahmsweise mal oben in ihrem Zimmer essen. Die hat jetzt noch ein paar Schularbeiten gemacht und jetzt telefoniert sie noch mit der Freundin und guckt ein bisschen Fernsehen. Carsten, weißt du was? Du hast heute wieder die Ehre, das Video zu beenden. Okay. Also, wenn euch dieses Video gefallen hat, unser erster Tag in Freiheit sozusagen, dann dicken oder einen dünnen Daumen nach oben, drückt die Glocke, abonniert und sonst noch was? Habe ich was vergessen? Und wir meinen es dann, wenn wir den zweiten Tag Freiheit sind. Jetzt bleiben wir erstmal wieder zu Hause. Richtig, jetzt bleiben wir erstmal ein paar Wochen zu Hause. Ne? Alles klar. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Video. Ciao.